Perfekt. Alle auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin, die Initiative und der Kanal. Und wie ihr wisst, auf dem Kanal unterhalte ich mich sehr gerne mit interessanten Menschen, die in irgendeiner Form Interessantes tun, Kunst erschaffen zum Beispiel. Und heute unterhalte ich mich in Richtung Spanien, San Sebastian. Hallo, sei gegrüßt, lieber Mirko Prokop. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, und du bist in der Tat gerade in Spanien. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt hier vor wenigen Monaten meine Promotion begonnen. Sehr, sehr spannend. Darauf wollen wir auch gleich nochmal kommen. Jetzt wollen wir erstmal zur Lyrik. Du bist auch ein Lyriker. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich möchte dich gerne fragen, was darf denn Lyrik, was sollte Lyrik können oder was muss Lyrik können? Und zwar als Konsument, was du liest, oder auch als Schreiber, was soll es vielleicht bewirken können? Wow, okay, das ist natürlich eine große Frage gleich zum Anfang. Also ich persönlich finde an der Lyrik eigentlich das Schöne, dass sie eben sehr frei ist und dass eigentlich sie alles können sollte, solange es nicht andere Menschen verletzt oder Persönlichkeitsrechte mit Füßen tritt. Finde ich, sollte Lyrik eigentlich alles können und auch, ja, also sowohl was die Form als auch was den Inhalt angeht. Aber das wäre so meine spontane Antwort. Ja. Du bist ja, wenn du Lyrik schreibst, auch gerne am Reimen, sage ich mal so. Ist es für dich, muss das gereimt sein? Darf das gereimt sein? Oder ist das Handwerkliche, wenn du dich über Lyrik ausdrückst, nicht so wichtig? Also ich persönlich habe tatsächlich, also vielleicht kommen wir da noch drauf, eher so den Zugang zu Lyrik auch durch die Musik gefunden, weil ich eigentlich angefangen habe mit so Songtexten. Und da ist natürlich immer schön, wenn es sich reimt, weil es einfach auch irgendwie phonetisch schöner klingt. Also von daher glaube ich, wenn ich jetzt Gedichte schreibe, dann reimen sie sich meistens. Ich habe es auch mal versucht, anders zu schreiben. Also ich bin ein großer Fan von zum Beispiel Leonard Cohen, so von dieser Art von Gedicht, die einfach so ein bisschen obskur ist und sich nicht wirklich reimt. Aber mir persönlich fällt es dann oft schwer, das irgendwie so als Ausdruck von meinem Gefühl in dem Moment zu sehen. Also ich reime, glaube ich, einfach dann gerne. Ja, genau. Und das wäre auch meine nächste Frage gleich. Das hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet mit der Musik. Wie kamst du überhaupt drauf zu schreiben? Was ist passiert? Was war der Auslöser? Und warum hast du dich entschieden, sag ich mal, diese Kunstform für dich zu wählen? Was ist passiert? Ja, also ich habe tatsächlich als Kind gar nicht so viel gelesen. Also Deutschunterricht hat mir immer Spaß gemacht, aber jetzt die Pflichtlektüren und so fand ich jetzt nicht super, super toll, bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe aber immer sehr viel Hörspiele gehört. Und sehr, sehr gerne, also so den Klang der Sprache, gerade auch so der deutschen Sprache, wenn das sehr gut vorgelesen wird, wie von Gerd Westphal oder Andreas Fröhlich, das sind so Vorleser, die ich auch sehr gerne mochte, dann habe ich da einfach wahnsinnig gerne zugehört. Und ich glaube, das war so mein Zugang zur Sprache. Und so schreiben habe ich dann eigentlich erst angefangen mit so 18, 19, als ich dann ein bisschen so die Gitarre entdeckt habe für mich und ein bisschen mehr Musik gemacht habe und dann so mich an ersten kleinen Liedern versucht habe. Und das war tatsächlich auch erstmal alles auf Englisch überwiegend. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Genau, aber das war, glaube ich, so mein Zugang zu dem Schreiben. Und daraus jetzt gerade so erst eigentlich in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, habe ich auch mehr angefangen, also auf Deutsch auch Gedichte zu schreiben. Ich glaube hauptsächlich, weil mir auch einfach die Sprache gefehlt hat, weil ich jetzt länger auch schon im Ausland gewohnt habe. Genau. Ja, man hört es auch an deinen, also was heißt, man hört es, man liest auch dieses melodisch, diesen Klang, was du schreibst. Wir verlinken deinen Beitrag mal, den du eingereicht hattest für Hashtag KKL, sehr gerne mal unter dem Video, damit die Leute auch wissen, wovon wir sprechen. Also du hast schon diesen Klang und es ist diese Schwingung, sage ich mal, das hört man schon gut raus und das kann man sich auch gut
vertont vorstellen. Mit der Sprache hast du gesagt, hast du was zu tun. Du hast aber auch noch mehr zu tun. Und zwar, du studierst Philosophie und Kognition und Wissenschaft. Warum? Weshalb? Was hattest du damit vor oder was hast du damit vor? Also hauptsächlich interessiert es mich einfach. Mhm. Jetzt so beruflich könnte ich mir schon vorstellen, auch irgendwie an der Uni zu bleiben und zu so in die Forschung und Lehre zu gehen. Aber der Jobmarkt sieht da jetzt auch nicht so schön aus. Von daher würde ich mir das dann mal überlegen am Ende von meiner Promotion, wenn ich das wirklich durchziehe. Aber ja, also ich habe eigentlich hauptsächlich in Philosophie studiert, in meinem Bachelor und in meinem Master. Und das hat mich schon immer auch in der Schule sehr, sehr interessiert. Mhm. Und jetzt, so im Laufe des letzten Jahres bin ich ein bisschen mehr so in die Richtung auch der Kognitionswissenschaften gerutscht. Also quasi Philosophie des Geistes, aber mit so ein bisschen einem interdisziplinären Ansatz und ein bisschen mehr Dialog so mit den Wissenschaften. Ja. Ja, genau. Kognitionswissenschaften, es ist ja auch so, dass man schon so schaut, ne? Also es ist ja Verhaltensforschung mental, also wie tickt der Mensch sozusagen in verschiedenen Situationen auch. Also das ist so, und was macht man beruflich damit? Es geht ja fast in die Psychologie eigentlich auch schon, ne? Ja, absolut. Also ich glaube, unter Kognitionswissenschaften oder Cognitive Science auf Englisch, ich weiß nicht, ob das sich so mit dem deutschen Begriff so eins zu eins deckt, aber ich glaube, man versteht darunter häufig so eine Ansammlung von verschiedenen Wissenschaften, Psychologie, künstliche Intelligenz, Philosophie, Neurowissenschaften, die halt irgendwie aus verschiedenen Arten und Weisen versuchen, irgendwie die menschlichen Kognition, Wahrnehmung, Geist und so zu verstehen. Und die Philosophie spielt darin, finde ich, auch eine wichtige Rolle, weil es halt häufig auch darum geht, diese ganzen Konzepte und Erkenntnisse, die man sammelt, zu interpretieren, einzuordnen, zu verstehen, zu ergründen. Und da sehe ich so eher so meine Rolle. Also ich stehe jetzt nicht im Labor und mache irgendwelche Untersuchungen mit Elektroden oder so. Mhm. Aber das interessiert mich schon, was dann dabei rauskommt sozusagen. Ja, und ich finde es auch für die, ich sag mal so, für die heutige Zeit sehr interessant und spannend, weil wir ja ein bisschen in der Veränderungsphase, sage ich mal, so sind, ne, was den Menschen und die Gesellschaft betrifft, finde ich das natürlich sehr, sehr interessant. Und du bist jetzt auch einer der wenigen, die mir über den Weg laufen, die das studieren. Also Philosophie gibt es viele, ne? Aber das andere, das ist schon sehr, sehr interessant. Bin gespannt, was du dann machst. Ja, was du auf jeden Fall auch gerne machst, du tingelst gerne in der Welt herum. Das heißt, du bist nach Hamburg, bist du nach Schottland, wenn ich das richtig recherchiert habe, gegangen. Und dann nach Spanien. Hat das jetzt immer was mit der Qualität von den Unis zu tun gehabt? Oder wie, warum? Oder hast du einfach Lust gehabt? Ja, also hauptsächlich ja. Also es ging eigentlich hauptsächlich einfach darum, dort zu studieren, wo quasi das, was mich am meisten interessiert, viel betrieben wird. Und ich habe also in Hamburg so das philosophische Seminar dort beschäftigt sich stark mit so einer Strömung in der Philosophie, die sogenannte analytische Philosophie. Mhm. Und das kommt eben eigentlich so aus dem Vereinigten Königreich, deswegen hat es mich gereizt, da zu studieren. Und jetzt in Spanien ist das auch, weil es hier eben eine Forschungsgruppe gibt, die ganz spannende Arbeiten macht, wie ich finde. Und also ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber es ist so ein relativ... Oh, ich finde das interessant. Ja, es ist so ein Ansatz, der... versucht eigentlich auch so diese Kontinuität zwischen Leben und Geist besser zu verstehen und den Geist als so einen Ausdruck von eigentlich vom Leben auch zu verstehen und weniger in so Form von irgendwie abstrakten Symbolen oder also so computerähnlichen Operationen sozusagen. Also, dass er zu uns gehört und nicht irgendwie ein Fremdkörper sozusagen ist, also weiter weg, sondern
dass es auch zu uns gehört, ne? Ja, genau. Also das ordnet sich ein so in diese Strömung in den Kognitionswissenschaften, die so seit 20, 30 Jahren besteht, so sogenannte Embodied Cognitive Science, wo eben viel so die Rolle des Körpers hervorgehoben wird, um den Geist zu verstehen. Und damit eigentlich so sich diese Frage, was ist jetzt die Beziehung zwischen dem Geist und dem Körper, sich natürlich schon stellt, aber auf eine andere Art und Weise, weil man sozusagen von vornherein davon ausgeht, dass der Geist eben immer in der Verbindung ist mit einem lebenden Körper. Ja. Ja, das ist es bedingt, das eine bedingt das andere, sonst würde es nicht. Ja. Sonst würde es nicht geben. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, vor allem für Menschen, die das gerne nochmal trennen, die halt davon ausgehen, sie sind eigentlich der Körper und ja, wir sind halt alles, ne? Und das darf man dann irgendwie auch verstehen. Ja, finde ich sehr spannend. Musst du eigentlich Spanisch lernen oder jetzt? Musst du Spanisch können? Für mein Studium selbst nicht. Das ist okay. Hier alles auf Englisch, was auch gut ist, weil ich es auf Englisch schreibe, also mein Spanisch ist jetzt noch relativ schlecht, aber ich lerne es jetzt trotzdem natürlich einfach, um hier mit den Leuten reden zu können, und ich würde auch sehr gerne Baskisch lernen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Sprache, also weil das überhaupt nichts so zu tun hat mit den anderen indoeuropäischen Sprachen, aber es wurde mir gesagt, das ist schon sehr, sehr schwer, weil es eben einfach so komplett fremd ist. Es hört sich auch ganz fremd an für mich. Also ich mag es total gerne, aber ich glaube, jetzt lerne ich erstmal Spanisch und dann sind wir weiter. Ist St. Sebastian, wo du bist, eher auch im Baskenland oder? Ich weiß gar nicht. Ja, das ist genau, eher die Ecke, ne? Ja. Ja, das ist im Baskenland. Das zieht sich dann noch so ein bisschen rüber nach Frankreich, bis nach so Bayonne, glaube ich, ein bisschen weiter. Dann auf der anderen Seite bis nach Bilbao, so die Ecke. Ja. Aber genau, das ist, also hier, genau, sprechen auch sehr, sehr viele Leute natürlich noch Baskisch. Und alles ist auf Spanisch und Baskisch. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass das so gefördert wird, diese Kultur und die Sprache natürlich. Finde ich auch. Und vor allem finde ich es gut, dass du vor Ort bist sozusagen, also jetzt in dieser Kultur, weil vom Weiten hört man und sieht man ja immer etwas über bestimmte Kulturen, dass es da vielleicht auch Differenzen oder Ähnliches gibt, ne? Man ist aber nie wirklich dabei und deswegen ist das vielleicht ganz interessant, mal zu schauen, wie es da wirklich ist, ne? Ja, absolut, ja. Also genau, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also was mich natürlich auch immer reizt beim Reisen oder auch Leben an anderen Orten, ist einfach der Austausch mit anderen Kulturen, Lebensweisen, Weltansichten. Und für mich ist das Studium sozusagen ein gutes Vehikel, um dann an verschiedenen Orten auch zu leben. Weil ich glaube eben, dass es natürlich schon was anderes ist, wenn man einfach längere Zeit wo lebt, als wenn man jetzt 2 Wochen irgendwo in den Urlaub fährt. Da kriegt man natürlich schon viel mit von dem Land, aber so wirklich die Kultur und die Menschen muss man, glaube ich, einfach längere Zeit da verbringen. Ja. Finde ich total gut, finde ich auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit auch, wo man schnell mal dabei ist, über irgendein Land, die sowieso irgendwas zu urteilen, obwohl man gar nicht weiß, wie es wirklich ist, ne? Weil wir ja halt immer in unserer Blase sitzen und das gar nicht so richtig wahrnehmen können. Ne? Deswegen ist das sehr spannend. Wenn du von der Sprache her gehst, nochmal kurz zur Lyrik, schreibst du auch englische Lyrik? Ja, das hängt ganz davon ab. Also tatsächlich, als ich jetzt so lange in Schottland gewohnt habe und auch meine Freundin auch Englisch ist und so, habe ich einfach so viel auf Englisch geredet die ganze Zeit, dass ich dann, ja, manchmal ist das einfach irgendwie so aus mir rausgekommen und ich hatte irgendwie so einen Vers im Kopf und habe das dann hingeschrieben. Genau, also ich schreibe, glaube ich, auf Deutsch und auf Englisch, wobei natürlich Deutsch als meine Muttersprache mir doch schon nochmal mehr Feinheit und Freiheit gibt. Und ich habe dann auch, glaube ich, wieder so ein bisschen da so zurückgefunden, weil ich das jetzt auch immer noch einfach vermisse, Deutsch zu sprechen. Ja, und es ist eine Sprache, die ich sehr schön finde. Ja. Ja, sie hat auch viel Potenzial und viele Möglichkeiten, weil wir haben ja einen großen Wortschatz.
Und deswegen kann man da schon, glaube ich, ganz schön viel ausdrücken, ne? Obwohl natürlich die Sprache auch begrenzt ist, ne? Also ich glaube, immer noch Emotionen in uns drin oder so, wofür es gar keine Wörter gibt. Wie ist das? Im Englischen, ich spreche ja mit vielen Leuten über sowas und es gibt welche, die sagen, ja, mit dem Deutschen kann man lyrisch gesehen richtig viel machen und fast alles. Und da gibt es aber auch Leute, die sagen, in Englisch kann ich da, treffe ich wesentlich mehr Ausdrücke, die etwas bewegen. Das scheint schon ein Unterschied zu sein, ne? Ja, absolut. Also es ist natürlich, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Könnte man jetzt wahrscheinlich sehr lang drüber sprechen. Also ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass Englisch, zumindest wenn man noch so das ältere Altenglisch mit einbezieht, deutlich mehr Wörter hat als Deutsch. Und ich glaube, dafür hat, also allein dadurch hat man schon sozusagen eine größere, vielleicht Freiheit im Ausdruck oder eine Feinheit. Also es gibt im Englischen sehr schöne, sehr spezifische Wörter für ganz bestimmte Situationen und auch sehr, sehr, sehr viel Dialekte. Also ich glaube, ich auch noch mal viel mehr als in Deutschland, so bezogen auf den Raum, die auch noch mal verschiedene irgendwie Schattierungen ihren Begriffen. Und das finde ich beim Englisch wahnsinnig schön. Und da ist ein riesiger Wortschatz einfach. Und beim Deutsch, das stimmt, es ist sehr schön mit diesen Prä- und Suffixen und dass man einfach viel so spielen kann mit der Struktur der Sprache und es so eine sehr bildliche Sprache ist, die einfach immer alles so ein bisschen so beschreibt, wie es vor allem liegt. Ja, und wir haben auch ganz viele doppelbedeutige Ja. Ausdrücke bei uns in der Sprache, mit denen man natürlich, wenn man das will, spielen kann. Ja. Für manche ist das natürlich anstrengender, weil sie halt gerade doppeldeutig sind, ja. Und aber man kann, wenn man mit der Sprache gern spielt, Aufgabe zum Beispiel, das Wort Aufgabe, ne? Also es kann deine Aufgabe im Leben sein oder deine Aufgabe, weil du aufgibst und so. Du kannst also sehr viel daraus machen, du kannst viel aus dem Zusammenhang klatschen, kannst aber auch sehr viel spielen damit. Das ist halt in der deutschen Sprache sehr schön. Es gibt viele Wörter. Auf jeden Fall, ich bin im Englischen jetzt nicht so unterwandert, aber es gibt verschiedene, natürlich verschiedene, ja, ich glaube, es passt auch immer zur Mentalität und zur Kultur einfach besser dann, die Sprache als solches. Ja, absolut. Ja. Und natürlich gibt es auch immer große Unterschiede. Also, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich begründen, aber gefühlt ist zum Beispiel das gesprochene Englisch doch schon sehr anders als das geschriebene Englisch. Und ich habe so das Gefühl, dass auf Deutsch dieser Unterschied nicht ganz so groß ist. Also, ich habe, bevor ich nach Schottland gezogen bin, viel halt auf Englisch gelesen, aber das waren alles so philosophische Fachzeitschriften, Artikel. Und dann haben mir meine Freunde dort gesagt, du klingst total bescheuert, weil keiner spricht eigentlich Englisch so. Und dann musste ich erstmal lernen, wie man so im Alltag eigentlich Englisch spricht. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Akzente und Dialekte und so. Und ja, Schon spannend, ja. Ja, und ja. dann gibt es natürlich rein den, vom Klang her kann man das natürlich auch noch sehen. Also es gibt Sprachen, die klingen einfach schön, ne? Das ist, ich weiß nicht, was da steht, aber es klingt Ja. schön, ne? Wenn einer spricht. Also mir persönlich gefällt Französisch gut. Italienisch Ja. hört sich sowieso auch gut an, aber es gibt auch sehr schöne, obwohl ich die mir nicht übersetzen kann, auch spanische Lyrik oder so, ne? Die klingen vom Klang her natürlich auch sehr schön. Also der Klang für dich natürlich auch nicht unwichtig, wenn du Musik machst, ne? Ja, absolut. Es ist auch ganz lustig, weil tatsächlich mir es deutlich einfacher, also leichter fällt, englische Songtexte zu schreiben. Einerseits, weil ich glaube, dass es irgendwie eine, ja, also eine weichere Sprache ist, so vom Ausdruck her, und man viel so mit den Wörtern spielen kann, wie man sie ausspricht, und auch so viel so unreine Reime hat, was im Deutschen vielleicht nicht ganz so leicht ist. Und andererseits ist es bei mir auch so, wenn ich auf Deutsch einen Text schreibe für ein Lied beispielsweise, dann fühlt sich das für mich irgendwie viel persönlicher an. Also viel so tiefer und wichtiger, und dann hat es gleich irgendwie so eine Schwere, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach meine Muttersprache ist. Ja, und ich Aber finde es auch irgendwie, es klingt so bindender, nicht kompetenter würde ich nicht sagen, aber
Es klingt irgendwie, ist ein bisschen strenger auch, ne? Also es ist Ja. auf jeden Fall Ja, so total anders, ja. vor so guten deutschen Liedermacherinnen habe ich sehr, sehr großen Respekt. Also ich finde es sehr, sehr, sehr schwer, gut auf deutsche Lieder zu schreiben. Ja, und zwar aus dem Grund auch meiner Ansicht nach, vor allem wenn du über Liebe oder Ähnliches schreibst, dann nicht so ins, nicht ins Lächerliche will ich jetzt nicht sagen, aber man muss genau wählen, die Worte, ne? Damit es glaubwürdig, genau, dass es dann glaubwürdig auch wird, ja. Das stimmt, ja. Ja. Sehr, sehr spannend. Du schreibst aber außer Lyrik noch, ich bin jetzt, ich kenne dich nur über Lyrik. Ja, es ist also tatsächlich schreibe ich auch hauptsächlich Gedichte und Lyrik. Ich habe jetzt so in den letzten Monaten auch mal versucht, irgendwie kleinere Kurzgeschichten zu schreiben und auch mehr Tagebuch zu schreiben, was ich eigentlich nie gemacht habe. Einfach einfach weil mir so die deutsche Sprache einfach ein bisschen gefehlt hat und ich wieder da so reinkommen wollte. Und ja, das macht mir auch Spaß. Ich habe jetzt aber in der Richtung noch nichts veröffentlicht, oder richtig fertiggestellt, aber. Wie ist das mit deinem, weil du ja Philosophie und in diese Richtung auch im psychologischen Bereich unterwegs bist, sag ich mal so, wie ist es dann auch mit Schreiben, was Essays etc., Texte oder irgendwas darüber, wie ist es damit, also fachlich gesehen? In Bezug auf was genau? Philosophie zum Also Beispiel, wie das mit dem Schreiben, ja, Essays oder so, journalistische Arbeit, sowas. ach so, okay. Ja, sorry, das kann falsch Kein verstanden. Problem. Ja, klar, also natürlich, also schreibe auch oder versuche auch Fachartikel zu schreiben zu verschiedenen philosophischen Themen, hauptsächlich auf Englisch, oder ich habe es noch nie wirklich auf Deutsch jetzt versucht, weil es einfach alles auf Englisch auch publiziert wird dann. Ja, und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Das habe ich ja auch quasi die letzten 6 Jahre gemacht. Und ja, also ist es aber eine andere Art zu Auf schreiben. jeden Fall. Also es hat auch viel, viel so schön ästhetische Aspekte. Also es gibt schon einfach Philosophen, die wahnsinnig schön auch schreiben können und sehr präzise oder auch einfach sehr schön so im Ausdruck sind. Und dann gibt es auch andere, die Die quasi keine sehr Sau versteht. tolle Ideen hatten, aber es nicht wirklich sagen Ja, konnten. das stimmt, ja. Ist nicht klar. Und da gibt es aber auch wieder unterschiedliche Ansichten, was jetzt besser ist Ja. und was besser ist. Ja. Aber was ich immer bemerkenswert finde, dass die Menschen auch mit der Sprache schon, die ganz alten Philosophen, dass eigentlich das Wissen so weit schon war, im Prinzip wussten die ja auch schon alles. Ne? Das, also ich finde das immer sehr, sehr spannend. Was ich auch sehr spannend finde, ist Wittgenstein irgendwie, wenn es um die Sprache als solches geht, die Grenzen der Sprache etc., das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Und da kann man auch viel gebrauchen, finde ich, wenn man auch mit Philosophie gar nichts am Hut hat, sondern einfach fürs normale Leben. Wo holst du eigentlich deine Inspiration her? Ist das Glück oder was? Alltag? Oder gehst du ganz bewusst und holst dir irgendwo deine Inspiration für deine Lyrik? Ja, es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also jetzt so für die künstlerische, also für so die philosophische Arbeit, eigentlich hauptsächlich so in verschiedenen Artikeln, aber und Büchern, durchs Lesen von anderen Philosophen einfach. Aber so im künstlerischen Bereich ist es, glaube ich, bei mir so, dass es einfach häufig so hochkommt und ich das dann Intensiv. einfach schreibe, ja, und das hier so aus der Situation herauskommt. Und was mich eigentlich daran auch reizt, ist eher so der Prozess des Schreibens an sich, und einfach zu schauen, wo einen das hinführt, ohne jetzt Okay. so ein festes Ziel zu haben, was man irgendwie sagen möchte oder ausdrücken will. Ach ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist auch ein Teil. So mache ich das teilweise auch. Also ohne, dass man sagt, worüber man, sondern dass man einfach so fließen lässt. Ne? Also Ja, genau. Grundthema, irgendwas inspiriert einen und dann muss man das irgendwie so loswerden, sage ich mal. Und dann passiert dann dadurch irgendwas. Ja, das ist sehr spannend. Bist du Ja, an und häufig einem kommen Projekt auch. dran? Ja, Entschuldigung. Sorry.
Nee, ich wollte nur sagen, also häufig kommen dann auch so Dinge in einem hoch, wo man sich fragt, woher kommt das denn jetzt? Und dann schreibt man es aber hin und es irgendwie macht was mit einem und das gefällt mir eigentlich dabei. Also auch Ja. ein bisschen so die eigenen Tiefen so zu ergründen durch das Schreiben. Und spannend Und ist, wenn man das nach Jahren wieder liest, ist es ja. entweder total befremdlich Ja. oder man tickt immer noch so. Ja? Das ist ganz spannend. Ja. 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 Bist du an irgendeinem Projekt gerade dran? Schreibst du für irgendwas? Schreibst du ein Buch oder irgendwas? Bist du gerade an, was können wir uns noch freuen von dir? Ja, also ich versuche mich gerade an sozusagen meiner ersten Kursgeschichte. Ah, okay. Und ja, da geht es um einen Mann, der, also ich habe in letzter Zeit viel so über Gewohnheiten nachgedacht und irgendwie so das Altern. Also ich meine, ich bin nicht noch nicht sozusagen in der Lebensphase, wo ich jetzt so stark über das Altern nachdenken sollte vielleicht, aber einfach so, wie man oft schnell in so ein Trott fällt und dann die Jahre irgendwie vergehen und wie sich auch die Zeit verändert, so in Abhängigkeit von so Gewohnheiten, aus denen es auch ganz schwer ist, dann so Ja. auszubrechen. Es geht eigentlich um so einen Mann, der jeden Tag an einem Küstenabschnitt spazieren geht, und dann trifft er plötzlich auf jemand anderen und das stört ihn dann auch irgendwie total, weil es ja sozusagen zu seiner Gewohnheit geworden ist, dass er da immer langläuft und was will jetzt diese andere Person da? Also, dass man auch, wenn man so Gewohnheiten hat, dann häufig irgendwie so einen Anspruch darauf erhebt, dass man das dann auch weitermachen darf, wenn dann andere einen stören, obwohl es ja letztendlich eine frei zugängliche Küste ist, so in Ja. dem Fall. Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, wo es jetzt mich hinführt, aber das ist so ein Projekt, was ich im Moment so ein bisschen verfolge. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, weil da auch das Thema Zeit und Zeitdehnen, sage ich mal, mit drin ist. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Und so älter man wird, kann ich sagen, bin ja jetzt ein bisschen älter als du, ist natürlich rückblickend immer diese Zeitqualität unterschiedlich, ne? Also das ist immer ganz interessant. Es gibt Momente im Leben, die sind ganz schnell und dann gibt es Momente im Leben, die sind halt, ja, die dehnen sich, sage ich mal so. Das Momentum dehnt sich dann. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Thema bei Hashtag KKL für dich dann auch interessant, weil ich glaube schon, ja, die nächsten könnten diesbezüglich auch interessant sein. Und bin da gespannt, was da kommt. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses interessante Gespräch. Ja, Und vielen Dank. wir hören uns dann beim, ja, wenn mal das erste Buch oder ähnliches rauskommt, ne? Dann hören wir uns Ja, ich gebe mir Mühe. wieder. Vielen Danke dir und Dank. eine gute Zeit für dich noch, gell, in Ja, Spanien. dir auch. Vielen Dank.